Moin Moin und damit herzlich willkommen zum Bundesliga-Tipp, 18. Spieltag. Erster Spieltag der Rückrunde im alten Jahr noch. Naja, wahrscheinlich haben sich die Leute irgendwas dabei gedacht. Ich weiß nicht was, aber auf jeden Fall Rückrundenstart. Wer holt sich den Titel, beziehungsweise wird St. Pauli weiterhin Tabellenführer bleiben? Das wird sich zeigen. Los geht's mit meinen neuen Bundesliga-Tipps. Das Auftaktspiel dieses 18. Spieltages ist das Spiel zwischen Fortuna Düsseldorf und dem SV Sandhausen. Die Sandhäuser haben im letzten Spiel gegen Holstein Kiel einfach die Tore gemacht, während Kiel, ja, verzweifelt ist. Hat nicht so sollen sein für die Kieler, aber andersrum für Sandhausen hat eigentlich alles fast so funktioniert, wie es sein sollte. Am Ende wäre vielleicht noch das Quäntchen Glück mehr gewesen, hätten sie sogar die 3 Punkte geholt gegen Holstein Kiel. Jetzt aber geht's gegen die Fortuna, die im letzten Spiel das Quäntchen Glück eventuell schon hatte. Denn man darf nicht vergessen, St. Pauli war die bessere Mannschaft und man hat im Endeffekt 1 Punkt geholt. Und dieser Punkt ist definitiv wichtig, auch für die kommenden Spiele. Denn jetzt im Spiel gegen Sandhausen, denke ich mal, wird es ein knappes Ergebnis sein, aber Düsseldorf gewinnt das Spiel mit knapp mit 1:0. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen Holstein Kiel und dem FC St. Pauli. Hatten wir da eben genau die Gegner gehabt. Ja, also im Endeffekt kann ich jetzt kaum was hinzufügen, beziehungsweise eigentlich eher andersrum drehen. St. Pauli im letzten Spiel, es wollte einfach das zweite Tor nicht fallen. Und das, als das zweite Tor fiel, war es dann aberkannt worden. Also von daher, vieles, was bei St. Pauli einfach nicht so funktioniert hat. Im Spiel gegen Fortuna Düsseldorf, andersrum, man hat auswärts gespielt. Wir wissen ja, dass St. Pauli auswärts so manchmal ihre Problemchen hat. Und das hat man eben auch gegen die Fortuna gemerkt. Nach Durchgang 1, relativ ausgeglichenes Spiel, in Durchgang 2 wollte das zweite Tor einfach nicht. So, und bei Holstein Kiel hatte ich ja eben schon erwähnt, also eigentlich hätte man das dritte Tor machen müssen. Auf dem Feld, klar, die dominantere Mannschaft, aber irgendwie, wenn der Gegner aus Effizienz 2 Tore erzielt und du selber gefühlt eigentlich 4 Tore machen müsstest, aber eigentlich nur 2 schaffst, ist das natürlich eigentlich ein 2-Punkte-Verlust, also dementsprechend nur 1 Punkt zur Rettung. Jetzt im Spiel gegen St. Pauli, denke ich mal, wird es ein bisschen anders laufen. Die Kiezkicker aus Hamburg werden in diesem Spiel knapp gewinnen, auch da eine knappe Geschichte, St. Pauli gewinnt mit 2:1. Das nächste Spiel findet dann schon am Samstag statt. Das ist das Spiel zwischen dem SC Paderborn und dem 1. FC Heidenheim. Die Heidenheimer haben ein definitiv interessantes Spiel gegen die Karlsruher gezeigt, was aber eben aus Sicht der Heidenheimer nicht positiv gelaufen ist. Ja, aber trotzdem, Topspielniveau war auf jeden Fall da. Es hat einfach dann das Quäntchen Glück gefehlt, wenn man das so sagen darf. Man darf eben nicht vergessen, im Spielverlauf sah vieles danach aus, dass das Spiel in Richtung KSC kippt. Und wenn das Spiel anders gelaufen wäre und in Richtung der Heidenheimer gekippt wäre, hätte man auch da mit einem glücklichen Sieg gewinnen können. So hat man jetzt ein knappes 3:2 verloren. Jetzt geht es gegen den SC Paderborn, die im letzten Spiel auch knapp gespielt haben, aber eben auch knapp verloren haben, nämlich gegen Darmstadt 98. Also, wo man auch sagen müsste, okay, Nullnummer wäre völlig in Ordnung gewesen, aber so, ja gut, hat man jetzt dummerweise verloren und hat dementsprechend den Überwinterungsaufstiegsplatz außer Sicht verloren, Fragezeichen, das wird sich eben zeigen jetzt in diesem Spiel. Ich denke, in diesem Spiel wird es so sein, dass beide Teams ungefähr gleich stark sein werden und beide Teams ihre Ziele erwartungsgemäß erfüllen wollen, aber es nicht schaffen. 1:1 unentschieden. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen dem FC Erzgebirge Aue und dem 1. FC Nürnberg. Ja, bei beiden Teams im letzten Spieltag irgendwie so ein bisschen der Wurm drin. Ne? Bei den Sachsen war das große Problem irgendwie, dass der Torwart normalerweise Top-Verfassung, aber an dem Tag hat er irgendwie so, ja, einen kleinen Fehler gemacht. Und dieser eine kleine Fehler war dann schon spielentscheidend. Muss man einfach so sagen. So im Endeffekt ein Derby, wo man so sagen müsste, okay, es ist mehr friedlich als irgendwie derbyhaft abgelaufen. Also man hätte auch denken können, das sind 2 Gegner, die sich zwar aus der Liga kennen, aber nicht irgendwie rivalisieren. Also, Derby-mäßig war es eben nicht. Trotzdem hat Aue dieses Spiel verloren, eben durch einen Torwartfehler.
Große Frage jetzt, wie wird es weitergehen? Denn der 1. FC Nürnberg, ja, Fehlerhaftigkeit, da muss man auch einhaken, denn man darf nicht vergessen, irgendwie, Nürnberg hat in den letzten Spielen eigentlich relativ gut gespielt, jetzt aber im letzten Spiel gegen Schalke irgendwie interessanterweise nicht, denn nach dem Eigentor irgendwie ist Nürnberg irgendwie im Modus der Aufgabe gewesen, so wie wir die Nürnberger in den letzten Jahren immer wieder gesehen haben. Aber momentan spielen sie oben mit. Ich weiß nicht so ganz, was denn da am letzten Spieltag los war beim 1. FC Nürnberg. Bis zu jenem Eigentor sah vieles daran aus, dass man einen Punkt holt gegen Schalke. Am Ende hat man nichts geholt. Und jetzt ist die große Frage, kann man eventuell gegen Aue Besserung zeigen? Ich denke, halt am Ende des Spieltages wird es so sein, dass der 1. FC Nürnberg dieses Spiel gewinnen wird mit einem 2:0. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen dem FC Ingolstadt und Dynamo Dresden. Man darf nicht vergessen, beide Teams sind in der letzten Saison aufgestiegen in die erste Liga, oder besser gesagt jetzt in diese zweite Liga, nicht in die erste Liga, in die zweite Liga aufgestiegen. Und ja, irgendwie unterschiedlicher kann es fast kaum sein. Also Ingolstadt geistert unten in der Tabelle rum im letzten Spiel gegen Hannover 96. Die Hannoveraner kaum in Gefahr gebracht. Das eine Tor, ja, eher aus dem Nichts gekommen Tor. Und sonst, ja, irgendwie, also wenn du ernsthaft in der Liga bleiben möchtest, musst du da mehr rein investieren. Also was die Schanzer da momentan machen, ich weiß nicht so ganz. Also das ist nicht zweitligatauglich. Jetzt geht's gegen Dynamo Dresden, die man ja in der letzten Saison in der dritten Liga schon getroffen hat. Und im Hinspiel eigentlich, also Hinspiel am ersten Spieltag auch nicht erfolgreich war, denn die Dresdner haben erster Spieltag auch gewonnen. Und in diesem Spiel werden sie auch gewinnen, aber dieses Mal nur mit einem 1:0. Ja, jetzt könnte man erzählen, so von wegen, ja, Dresden hat doch gegen Aue gewonnen, 1:0. Ja, hatte ich ja schon erwähnt, also gefühlt ist das eine Nullnummer gewesen, dass da ein kleiner Fehler manchmal eben ein Spiel entscheiden kann. Haben wir am letzten Spieltag gesehen. Das nächste Spiel findet ebenfalls am Samstag statt, nämlich am Samstagabend. Das ist das Spiel zwischen dem Hamburger Sportverein und dem FC Schalke 04. Mein persönliches Topspiel. Ja, beide Teams haben definitiv Erwartungen, auch in der kommenden Saison nicht in dieser zweiten Liga zu spielen. Klar, jetzt mag ja noch andere sagen, so von wegen, ja, Hamburg ist auf Platz 3, Schalke auf 4. Das heißt noch lange nicht Aufstieg. Ja, dazu ist es auch noch Rückrunde. Ihr wisst, was das bedeutet natürlich. Hamburger Sportverein hat ja eigentlich immer eine gute Hinrunde gespielt. Diese Saison war die Hinrunde jetzt nicht so atemberaubend wie die Jahre zuvor. Aber jetzt ist die böse, böse Rückrunde da. Und jetzt ist natürlich die Frage, kann man diese Rückrundenfluch lösen oder nicht? Im letzten Spiel gegen Hansa Rostock alles im Griff gehabt. Also so wie wir es eigentlich vom HSV in der Hinserie erwarten. Und beim FC Schalke 04, man muss eigentlich auch da böse sagen, vielleicht könnte es daran liegen, dass eben der Ausgleich der Nürnberger nicht gezählt hat und vielleicht auch das Eigentor so ein bisschen dafür schuld war, dass eben Schalke nach hinten raus nicht mehr einen Gegner hatte, sondern eher ein Trainingsspiel. Also es sah wirklich vieles danach aus, dass Nürnberg sich eben aufgegeben hat und dementsprechend hat Schalke dann hoch gewonnen. Also von daher dieses 4:1, da darf man jetzt nicht zu viel reininterpretieren. In diesem Spiel, denke ich mal, kann wirklich absolut alles passieren und ihr wisst, was das bedeutet, wenn der immer sagt, es kann alles passieren. 1:1 unentschieden. Das nächste Spiel findet am Sonntag statt. Es ist das Spiel zwischen dem Karlsruher SC und dem FC Hansa Rostock. Die Rostocker irgendwie, ja, man kam irgendwie nicht so wirklich ins Spiel. 0:2 zurückgelegen und erst dann kam irgendwie Rostock so ein bisschen in Gange. Also es sah so ein bisschen aus, als ob die den Start völlig verpennt hätten. Also ja, das darf natürlich nicht passieren, alleine weil eben auch wichtige Punkte jetzt demnächst anstehen sollten, beziehungsweise jetzt nach der Winterpause, denn das ist ja der letzte Spieltag vor der Winterpause. Heißt also, jetzt nochmal den Fans beweisen, ja, wir wollen definitiv in dieser Liga bleiben, denn man darf nicht vergessen, die Rostocker durch den Sieg der Dresdner überhaupt nicht da unten wieder eingebunden, denn man hat ja den Vorsprung noch auf die Relegationsplätze. So, und jetzt natürlich im Spiel gegen den KSC wird es nicht einfach, denn der KSC war eben gegen Heidenheim das Ticken bessere Mannschaft, die Ticken bessere Mannschaft, wo ich ja eben auch gesagt hatte, es hätte auch in die andere Richtung gehen können. Also
Ne, dieses klassische Topspiel und dieses interessante klassische Topspiel, was eben in beide Richtungen gehen kann, wenn bestimmte Sachen passieren. Und so hat eben der KSC dieses Spiel gewonnen. Jetzt gegen Hansa Rostock, denke ich mal, wird das auch eine ganz knappe Begegnung. Am Abschluss gewinnt die Karlsruhe mit 2:1. Ja, auch da vermute ich mal, dass Hansa Rostock am Abschluss den kürzeren ziehen muss. Das nächste Spiel findet ebenfalls am Sonntag statt. Es ist das Spiel zwischen Hannover 96 und dem SV Werder Bremen. Ja, die Bremer mit dem Trainerwechsel wahrscheinlich sehr zufrieden, wobei man darf auch nicht vergessen, eigentlich wollten sie diesen Trainer schon am Anfang der Saison haben. 2 Siege, alles gut gelaufen gegen Jahn Regensburg, ist im Endeffekt dieses klassische Trainereffekt aufgegangen. Also wenn man mal sich überlegt, die Bremer hatten auch schon öfter so welche Spiele wie gegen Jahn Regensburg im laufenden Wettbewerb und dann hat man diese Spiele ganz groß außer Hand gegeben und dann auch hoch verloren. Ja, jetzt hat das aber funktioniert und dementsprechend ist natürlich die Frage, bleibt dieser Trainerwechseleffekt jetzt bei den Bremern aufrecht oder eben nicht, denn der Gegner ist Hannover 96 und die Hannoveraner haben jetzt auch so eine kleine Serie. Klar, jetzt mag man sagen, so von wegen, ja, Interimstrainer, dies, das, aber hey, manchmal klappt das. Manchmal klappt das und manchmal wirst du auch vom Interimstrainer zum Cheftrainer. Und wenn Hannover so weiterspielt, ist sowas gerne möglich. Klar, der Gegner, der erste Gegner war Hamburger Sportverein mit dem 1:0, wo sie ja auch dann auch Dünndorf gewonnen haben. Und beim anderen Spiel gegen Ingolstadt war eben der Gegner nicht gut genug. Jetzt gegen Bremen hat man definitiv einen nennenswerten Wert, den man definitiv als nennenswert bezeichnen kann. Ich denke aber dennoch, in diesem Spiel wird nur ein einziges Tor fallen und das für die Gäste. Bremen gewinnt mit 1:0. Dieses klassische Trainereffekt-Ding, vermute ich mal, wird tatsächlich auch da sein. Beide Teams hochmotiviert und am Ende gibt es nur ein Tor. Das nächste und letzte Spiel des Spieltages ist das Spiel zwischen den SSV Jahn Regensburg und dem SV Darmstadt 98. Ja, wenn man mal irgendwie im Laufe des Wettbewerbs gesehen hat, die Teams sind relativ eng beieinander. Darmstadt hatte in der Hinserie wirklich nicht wirklich eine gute Chance, beziehungsweise da war man noch kein Team. So, und jetzt ist die große Frage, kann man die Revanche nehmen für das Hinspiel? Denn Regensburg, na, in letzter Zeit hapert's da. In letzter Zeit kommen da einfach keine Siege mehr. Auch wenn man ordentlich spielt, auch im letzten Spiel gegen Werder Bremen, das kann dann auch mal anders laufen. Klar, jetzt mag der eine oder andere sagen, so von wegen Regensburg, die haben ja eigentlich so gut wie das Comeback geschafft gegen Werder Bremen. Ja, so gut wie heißt eben leider nicht aus Regensburger Sicht und dementsprechend hat man wieder keine Punkte geholt. Dementsprechend, na, Tabellenplatz, jetzt nicht auf einem Aufstiegsplatz. Frage, kann man gegen Darmstadt jetzt Besserung zeigen? Denn Darmstadt ist ein direkter Konkurrent, dementsprechend ein klassisches 6-Punkte-Spiel. Für Darmstadt heißt das gleichzeitig auch das 6-Punkte-Spiel. Ein Konkurrent möglichst hinter sich lassen, damit man den Aufstiegsplatz weiterhin aufrecht behält. Im letzten Spiel knapp gewonnen gegen Paderborn. In diesem Spiel, denke ich mal, wird auch eine knappe Sieg für Darmstadt rausbringen. Und da 1:2:1. Das waren meine Tipps für diesen 18. Spieltag. Das war auch die Hinrunde, beziehungsweise die Bundesliga-Tipps der zweiten Liga für das Jahr 2021. Es geht weiter im Jahr 2022 und ich hoffe, dann seid ihr auch wieder dabei zur nächsten Folge und zum 19. Spieltag. Also, danke fürs Dabeisein, bis zum nächsten Mal und ciao.